Herzlich willkommen zurück bei beschaulicher Nachtstimmung mitten im Institut. Ein bisschen was von Mass Effect. Ich feiere das total. Und wir schauen uns jetzt die Advanced Systems an. Der letzte der drei Punkte. Danach gehen wir nochmal in die Cafeteria. Bioscience hatte ich ganz am Anfang, ja. Advanced Systems, here we come. Okay. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was testet sie überhaupt? Nichts. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Was? Ich hoffe, Sie und Vater versuchen, die verlorene Zeit nachzuholen. Familie ist wichtig. Will ihr alle nichts zu sagen? Tja, das war produktiv. Bitte Dr. Lee, sprich mit Dr. Lee. Da gehen wir gleich hin. Das ist total cool, dass ich hier die Erlaubnis habe, mich total frei bewegen zu dürfen. Gucken wir mal in so ein Terminal rein. Ah, nee. Ich werde mich nicht an diese Texte setzen. Wenn du mich fragst, kratzen wir mit den neuesten Synths nur an der Oberfläche. Gut. Sicherheit geht vor. Denk dran. Hallo, Doc. Da du neu hier bist, solltest du dich mit den Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen. Je früher, desto besser. Regeln schaffen Ordnung und Ordnung sorgt für Effizienz. Da hat er ja recht. Du klingst wie meine Mathelehrerin in der 5. Klasse. Die habe ich gehasst. Bei ihren Regeln ging es bestimmt nicht um Leben oder Tod. Wenn du die Protokolle in unseren Laboren nicht befolgst, könnte das zu schweren Verletzungen führen. Oder zu schlimmeren. Ich habe ein paar Handbücher zusammengestellt. Allerdings ist das Jahre her. Ich lasse dir eins zukommen. Klingt gut. Dann mach's gut. Dr. Watson. Falls es noch niemand erwähnt hat, von 22 bis 6 Uhr ist Ruhezeit. Okay, da wird also auch nicht viel reden. Doc? Oh, hallo. Tut mir leid, wenn ich abgelenkt bin. Ich habe mir 5 Baupläne gemerkt und vergleiche sie jetzt im Kopf. Das ist erstaunlich. Oh, tja, das können viele von uns. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich Vater bewundere. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich hoffe wirklich, du bleibst bei uns. Ich decke mich mal hier ein bisschen mit Ammo ein. Die Pistolen könnt ihr behalten. Hier wird also ein bisschen rumgeballert. Euer Löscher für den Notfall vermutlich. Finsterer abgesperrte Bereiche schon wieder. Eile führt bestenfalls zur Schlamperei, schlimmstenfalls zum Tod. Ich interpretiere das mal als Schatten. Na, wo ist sie denn nur hin? Ach, da. Doktor. Oh, du bist es. Du bist nicht berechtigt, hier zu sein. Mir war nicht bewusst, dass ich deine Erlaubnis brauche. Vater mag dir die Schlüssel zur Burg gegeben haben, aber das hier ist immer noch mein Labor. Wenn du hier unten bei uns bleiben willst, musst du lernen, wie die Sachen hier laufen. Dann erklär sie mir auch sarkastisch. Behandelst du alle Leute so? Oder bist du nur zu mir so charmant? Mir war nicht bewusst, dass ich dir überhaupt eine Antwort schuldig bin. Du bist offensichtlich aus einem bestimmten Grund hier. Da du mein Experiment ohnehin schon ruiniert hast, kannst du es mir jetzt auch sagen. Du bist doch die Wissenschaftlerin. Warum denkst du, dass ich hier bin? Mal sehen. Ein Luftschiff der Stählernen Bruderschaft taucht auf. Du findest einen Weg, unser Teleporter-Signal zu kapern. Und jetzt stehst du vor mir. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis deine Leute mich finden. Ich fühle mich schon seit fast 10 Jahren ständig beobachtet und habe nur darauf gewartet, dass sie jemanden wie dich schicken, um mich zu töten. Wenn ich dich töten wollte, würden wir jetzt nicht reden. Das ist ein Argument.
Da Vater dir traut, bekommst du auch von mir einen Vertrauensvorschuss. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was er sagt, aber ich weiß, dass er mich nie wissentlich in Gefahr bringen würde. Sag, was du zu sagen hast und dann lass mich in Ruhe. Verschwendest deine Zeit hier? Zur Bruderschaft zurückkehren? Ich sage ja nur, dass die Bruderschaft Hilfe braucht. Die Bruderschaft braucht deine Hilfe. Braucht meine Hilfe? Wieso? Sie schienen alles im Griff zu haben, als ich ging. Zurückgelassene Projekte. Bruderschaft hat Probleme, arbeiten für den Feind. Bruderschaft schätzt dich. Hast du irgendwelche Projekte zurückgelassen, die du gerne abschließen würdest? Du solltest wissen, dass du mich das nicht zu fragen brauchst. Wenn sie dir nicht gesagt haben, woran ich gearbeitet habe, dann wollten sie nicht, dass du es weißt. Und ich werde sicher nicht meinen Hals riskieren und ihre schmutzigen kleinen Geheimnisse lüften. Sag mal, warum sollte ich zurück zur Bruderschaft gekrochen kommen? Welchen Grund sollte ich haben, all das, was ich hier erreicht habe, wegzuwerfen? Das Institut täuscht dich. Du wirfst jetzt einfach mit haltlosen Behauptungen um dich, um dein Ziel zu erreichen? Komm schon, das kannst du doch besser. Man hat mir nur gesagt, dass ich dich zurückholen soll. Die Bruderschaft will mich zurück. Und das Beste, was ihnen einfällt, ist, einen Roboter zu schicken, der einfach nur Befehle befolgt? Tut mir leid, aber da muss dir schon was wesentlich Besseres einfallen. Ich will eigentlich, dass die hier bleibt. Ich gib's auf. Was wäre nötig, um dich zu überzeugen? Okay, spielen wir dein Spielchen. Ich hatte einen Kollegen hier unten, einen Dr. Virgil. Vor ein paar Monaten gab es einen Unfall in seinem Labor, bei dem er getötet wurde. Ich wollte bei der Untersuchung helfen, aber Vater hat das Labor versiegeln lassen und behauptet, es wäre kontaminiert. Der Vorfall hat mich nie losgelassen. Und je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass Vater ihnen ausweicht. Wenn du mir verlässliche Informationen darüber bringst, wie Virgil gestorben ist, sehe ich das als Gefallen der Bruderschaft und ziehe dein Angebot in Erwägung. Abgemacht? Virgil lebt. Ich weiß, das wird wie ein Schock sein. Aber Dr. Virgil lebt noch. Ich habe ihn persönlich getroffen. Ach bitte. Glaubst du wirklich, so ein billiger Trick funktioniert bei jemandem wie mir? Hör auf, dich mit Lügen um die Arbeit zu drücken. Entweder beschaffst du mir die Beweise oder wir haben nichts weiter zu bereden. Abgemacht? Abgemacht. In Ordnung. Dr. Virgils Labor war in der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann dir einen Code geben, mit dem du in die Abteilung kommst. Aber das Labor wurde versiegelt, also musst du selbst einen Weg hineinfinden. Ich würde dir ja sagen, dass du es leise angehen solltest, aber du gehörst zur Bruderschaft und Diskretion ist nicht gerade eure Stärke. Ach ja, falls du erwischt wirst, hat dieses Gespräch nie stattgefunden. So, damit alles normal und natürlich aussieht, lass mich mal deinen Pip-Boy sehen. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung. Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Und wo wir gerade von Vertrauen sprechen, ich vertraue darauf, dass unser kleines Gespräch unter uns bleibt. So, und jetzt muss ich zurück an die Arbeit und du hast sicher auch zu tun. Nein, ich will, dass die hier bleibt und ich will den Virgil am besten auch zurückholen. Nicht hier irgendjemanden wegschicken zur Bruderschaft. Obwohl die ja jederzeit zurückkehren könnte. Ach, soll sie selbst entscheiden, wer bin ich denn? Der ich hier Sachen auferlege. Wann erzählst du mir etwas über diese mysteriöse Phase 3? Du weißt, dass ich nicht darüber reden kann. Das ist die Cafeteria, der mobbt hier ordentlich. Drei Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? Hallo. Drei. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Ernährungsanforderungen erfüllt werden. Was hast du? Was hast du vorrätig? Ich kann Ihnen eine Reihe nahrhafter und wohlschmeckender Nahrungsergänzungen anbieten. Nahrungsergänzung 7 ist wegen des pikanten Geschmacks beliebt. Nahrungsergänzung 91 ist neu im Angebot. Schau mal. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen.
Institut Flaschenwasser, Institut Lebensmittelpaket. Naja. Guten Abend. Guten Abend. Alle freuen sich über das neue Synth-Projekt. Super. Willkommen. Als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Schauen wir doch mal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Adiktol, Wasser, Blutpakete. Experiment 18a. Legendäre Waffe. 25% erhöhte. Schnelles Nachladen. Ist mit Plasma. Kostet läppische 3500. Plasma habe ich noch leider nicht so viel. Fusionszellen. Mark 2 sind Brustteil. Der rechte Arm ist besser als das, was ich gerade habe. Der linke Arm ist schlechter. Das Brustteil ist besser. Oh, ich glaube... Plasma-Scharfschützengewehr. Plasma-Kartusche. Alter, ist das der Hammer. 55, 55. So viel Plasma-Dings kann ich mir gar nicht kaufen. Sintrüstung MK2 Helm. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Wow. Sintrüstung, ja, das ist die Standard-Sintrüstung. Ja, die ist echt Hammer soweit. Achso, das ist ein Mark 3. Das Brustteil ist ein Mark... Hier ist ein Mark 3 Brustteil. 30, 48. Jetzt kauf mal. Den rechten Arm noch dazu. Der ist super. Und den Helm noch dazu, der ist der Hammer. Jetzt auf einmal brauche ich auch wieder Geld. halt, was habe ich heute getan? Ich habe irgendwas gerade gekauft, was ich nicht wollte. Den Standard-Zündarm bitte nicht. So. Lass mich mal umziehen. Mark 3 rechts. Mark 3 links. Mitte. Die Runner-Uniform. Helm. Alter, ist der Helmhammer. Leider habe ich noch nicht für alle Teile was. Aber alles in allem bin ich jetzt richtig gut aufgebessert. Weil die auch noch alle Spezialteile haben. Ein bisschen scheiße sieht es schon aus. Meine alte Militärrüstung war irgendwie cooler. Aber naja, man nimmt halt, was man kriegen kann. Zugriff gewährt. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir begeben uns jetzt zu Vater zurück. Nee. Wir fahren zu diesem zu diesem Punkt mal ganz nach oben. Einfach hübsch hier. Ich will, dass alle herkommen. Ich will auch, dass Virgil herkommt. Dass die Welt hier bleibt. Fuck, ich habe Virgils Gegengift vergessen. Ab in die Anstalt. Ne, das will ich nicht mehr. Das will ich alles nicht. Das will ich eigentlich auch nicht.
Na, wo ist denn hier die Quest? Wo ist denn die Quest, dass ich dem helfen soll? Nutzlos. Ich komme jetzt hier auch so ohne weiteres nicht wieder raus. Oder doch? Das Institut. Okay. Und ich sollte ja jetzt zurück zu Virgil, aber ich habe halt sein Gegenmittel nicht. Ich habe aber auch die Quest dafür irgendwie nicht. Na, wir schauen mal. Kann ich da hin? Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell reisen. Vermutlich will erst Vater, dass ich mit ihm rede. Ah, ist das blöd gemacht. Vorhin hat er mich nämlich irgendwie an einem anderen Ort abgesetzt. Wieso sehe ich diesmal nichts? Aha. Guck mal, wo man mich diesmal absetzt. Ja. Ich will eigentlich, dass alle hier bleiben, alle herkommen und alle zufrieden sind. Das ist irgendwie richtig cool gemacht. Ich werde wieder auf der untersten Ebene abgesetzt. Da bin ich aber vorhin nicht rausgekommen. Definitiv nicht. Hier ist eine Uhr. Pausenraum. Medix. Verzeihung. Ich bin total verwirrt, weil mir gerade irgendwie Quests im Inventarbuch fehlen. Was ist das denn? Weg. Ah. Na, wie bin ich da hingekommen? Ach, mit Ö. Wieso fehlen denn hier Quests? Ich habe nur noch die ganzen bösen Quests. Ich nutze das Netzwerkscanner Holoband. Er ist 60 Jahre alt und leitet das Institut. Ich habe seine Einladung abgenommen, mich dem Institut anzuschließen und sollte mich jetzt bei der Abteilungsleitung vorstellen. Ich soll das Netzwerkscanner Holoband benutzen. Wenn er das sagt. Okay, das zählt jetzt als beendet. Internes Netzwerk entdeckt. Ich hab den noch, okay. Ich mit Vater. Jetzt muss ich zu Vater. Gucken wir mal, ich muss hoch. Dr. Watson kann ein bisschen zwanghaft sein, wenn es um Regeln und Richtlinien geht. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Ah ne, höher, höher, höher. Da sitzt er. Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Nichts Besonderes? Nicht beeindruckend? Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind. Ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Synths, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Sarkasmus ist immer gut. Also wie jedes Wundergerät, das je erfunden wurde. Wann lernt ihr Eierköpfe mal dazu? Vertrau mir.
Ich zeige dir, wie wir mit solchen Problemen umgehen. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Klar, wir kämpfen uns durch eine Armee mörderischer Verrückter und bitten die Synth nach Hause zu kommen. Ich sage nicht, es wäre einfach. Aber mit einem Runner an deiner Seite dürfte es keine Probleme geben. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Das ist richtig. Mein Sohn. Libertalia ist nicht schwer zu finden. Halt einfach nach den Schiffswracks im Hafen Ausschau. Habe ich da nicht was von dem Riesenauge gehört? Libertalia? Kai in der Naht. Okay, hier wusste ich auch noch nicht. Flughafen Boston. Und dann kann ich hier quasi... Nee, halt. Ich will nochmal zurück. Wieso habe ich die Quest nicht? Dem sein... Scheiß Dings zurückzubringen. In sein Mittel. Ich guck mir jetzt erstmal, ich guck erstmal zu Virgil hinter. Gucken wir mal, ob der noch irgendwas ausspuckt, jetzt wo ich die andere Dudetta gefunden habe. Kann man das mal irgendwie entfernen? Das denn? Verlassene Hütte. Verlassene Hütte irgendeines Wahnsinnigen. Wenn wir nicht schnell sind, fangen wir an zu leuchten. Wenn ich dich finde. Ja, diese legendäre Todeskralle, die da immer noch davor hängt. Nicht die Map öffnen. Ich schütze und diene. Ach ja. Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Der Fänger hat funktioniert. Nicht ganz glatt, aber es lief. Sehr gut. Und was ist mit dem Serum? Hast du das Serum gefunden? Ich suche noch danach. Es müsste in meinem alten Labor in der Biowissenschaft sein. Beeil dich! Und diene. Jetzt habe ich die Quest. Hast du das Serum gefunden? Okay, der will unbedingt erst sein Serum. Ich suche noch danach. Es müsste in meinem alten Labor in der Biowissenschaft sein. Beeil dich! Er will unbedingt erst sein Serum. Hä? Achso. Okay, dann hole ich dem doch sein Serum. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.